So, kommen wir nur zum nächsten Versuch. Jetzt probieren wir das alles einmal während der Fahrt. Was passiert mit unserer Palette bei einer vorgegebenen Geschwindigkeit mit und ohne Rutschgummis? Wie weit wird sie sich bewegen? Wird sie bis vorne durchrutschen oder ähnliches? Dazu lassen wir unser Fahrzeug einmal nicht gegen eine stehende Wand fahren. Wir versuchen einfach mal beherzt zu bremsen. Bis gleich zum Versuch. So, kommen wir nun zu meinem Versuchsaufbau. Einmal gebremst, die Palette wurde nur noch durch den Hubwagen gestoppt. Wir gucken uns das mal alles in Nahaufnahme an, die Schleifspuren. Vielleicht kann man sie ja gerade so noch erkennen. Hier sehen wir die Schleifspur hinter der Palette. Hier vorne wurde die Palette nur noch durch den Hubwagen gestoppt. Hier ist schon die Bordwand. Und jetzt probieren wir das mit der gleichen Geschwindigkeit noch einmal mit Rutschgummis. So, jetzt gucken wir das leider nochmal mit Rutschgummis an, was in der Palette passiert. Oh, wie wir sehen, steht die Palette wie eine 1 da. Oh, der Motor wurde leider abgewürgt, also auch wieder ein schöner Versuch. So, was können wir heute als Fazit festhalten? Als Fazit halten wir fest, dass wir die Reibungskraft bei der Ladungssicherung erhöhen können mit Hilfe von Rutschgummis. Rutschgummis dürfen nicht dienen als einzige Ladungssicherung, sie dürfen nur unterstützend wirken. Ich hoffe, in Zukunft werden Sie gewillt sein, Rutschgummis auf der vollen Länge Ihrer Ladung zu nutzen, um die Palette zu sichern. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Mal.